Hallo und herzlich willkommen bei World of Warcraft. Ich war die letzten Tage wirklich krank und konnte halt so nicht, wie ich gerne wollte. Aber ja, wie ich sehe, muss ich wieder nochmal zurück. Ich habe 64 Gold Hallo? jetzt gesammelt. Hey! Ja, ich reise jetzt erstmal nach Mögen Sturmwind, eure Reisen weil ich sicher müsste sein. da noch ein paar Sachen verkaufen. Und in der Zeit, ich werde mich auch gleich in die nächste Instanz anmelden. Bin mal gespannt, ja, in welche Dungeon wir dann gehen. Und es ist, Moment, wir haben Valentinstag seit dem nee, seit eigentlich schon seit Montag, seit dem 27. Januar. Das geht aber jetzt nur noch 2 Wochen, dann ist das vorbei. Schade eigentlich. Ich glaube nicht in den 2 Wochen, dass wir hier, dass wir da irgendwie rechtzeitig die Quests hier fertig machen können. Leider. Ah nee, seit dem 8. Entschuldigung, seit dem 8. ist seit dem 8. Februar ist Valentinstag. Und ja, 2 Wochen dauert das, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich mit euch dann die Event-Quests machen könnte. Aus dem Grund, weil halt weil das viel Zeit braucht, um irgendwelche schönen Sachen zu bekommen. Leider. Mal gucken. Redet mit mir! Warteschlange für den Kampf gegen die Chemie. Es ist schön, dass ich helfen konnte. Auf jeden Fall, ja. Ja, so leid es mir tut, dass ich hier leider mit euch nicht in die Dungeon kann, nicht in die Dungeon, mit euch das nicht machen kann, leider. Was mir eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr leid tut. Ich war auch wieder mal krank und ich war dann halt auch wieder unterwegs, viel, also sehr viel sogar. Ja. Ist etwas, ja, wie soll ich sagen, halt, eigentlich dann halt dumm gelaufen. Aber bei dem nächsten Event. Ich hoffe, werden wir wirklich die Grüße. Questreihe machen. Und ich werde auch mehr darauf achten, bin ich ehrlich. Ich habe jetzt nicht so dadurch, dass ich krank bin oder ja immer noch krank bin und seit mehrere Wochen halt oder ja. Nicht, ich übertreibe Seid nicht, vorsichtig. jetzt nicht. Aber seit mehreren Tagen halt bin ich, lag ich nur im Bett, da kam ich halt nicht wirklich zu aufnehmen. Und ja, dann hätte ich auch gewusst, dass hier ein Event ist. Aber beim nächsten Mal. Ich rede jetzt nicht um den heißen Brei herum, meine Lieben, weil
Ich werde mich jetzt schon mal für die nächste Dungeon anmelden. Ja. Mal wie tatsächlich auch, ja, natürlich, ne? Per Ehre dem Zufall. König, Warum per Freund. Zufall? Weil man Sie. viel. Also weil man halt Bonusse bekommt, wie zum Beispiel einen Beutel und dann auch Geld, was eigentlich nicht schlecht ist, weil wenn man kriegt durch die Anfangsquest wirklich sehr wenig Gold und ich wurde schon gefragt, ja, warum was benutzt du nicht diese mit Level 120 wäre ja dann interessanter, aber da habe ich auch mehrfach oder mehrmals gesagt, dass ich das nicht mache, aus den Gründen schon alleine, weil ich mit dem Charakter oder mit den Attacken oder mit der Heilung nicht so wirklich auskenne. Und ich will auch nichts falsch machen. Und für mich ist es halt viel sinnvoller, wenn ich halt wirklich von Anfang an level, weil dann weiß ich, was ich tun muss und was nicht. Und daher ist diese Frage halt wirklich sinnlos. Entschuldigung, ich musste gerade ein bisschen einen Schluck Kaffee trinken, weil ohne Kaffee ist es nicht gerade schön. So. Seid gegrüßt. Eine Vision aus der Vergangenheit. Was? Van Cleef hatte eine Tochter? Genau. Jetzt, bei der letzten Folge waren wir ja nochmal in der Todesmine für diese Vision, wo wir ja hin mussten. Und da hat sich halt herausgestellt, dass man Van Cleef halt getötet hat. Und die Tochter hat das aber mit angesehen. Und daher, ja, ein bisschen fragwürdig. Aufstieg der Bruderschaft. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Van Cleef eine Tochter hatte, Nisjaha. Wenn es etwas gab, in dem der Mann außerordentlich gut war, dann war es, Geheimnisse zu bewahren. Wie tragisch. Das arme Ding hat eine schreckliche Tat mit angesehen, hätte ich doch nur etwas geahnt. Was war das? Habt ihr etwas gehört? Scheint so, als ziehen sich die Gnolle zurück. Wo ist meine Wache? Wachen, passt auf, Nisjaha. Für die Allianz. Ja. Jetzt müssen wir, keine Ahnung. Oh. Ich hab's doch geahnt, dass was mit dieser Hope nicht, etwas nicht stimmte. Und ich schätz mal, ja, sie war das. Sie hat wohl den Mord begangen und aber ich glaube nicht, dass sie es alleine war. Leider. Ich schätze mal, da haben noch andere mit. Ja, es waren auch andere, die dann halt die halt. Die leider, leider, leider. Den Mord verübt haben. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Mord aufgedeckt, aber leider, ja. Leider ist es halt so, dass ich nichts machen kann.
Ja, also wir stehen hier doof rum. Ah, okay, die Quest ist ab. Auf jeden Fall muss ich jetzt zur Sturmwind schnell reisen. Ja. Geht's? Ja, genau, nach Man sieht sie. Sturmwind. Ja, auf jeden Fall haben wir den Mörder oder ja, Mörders. Ich schätze mal nicht, dass das Hope alias Vanessa van Cleef alleine gewesen ist, sondern Mithelfer hatte, um den Mord zu verüben. Ja. Aber ich weiß nicht, ich hatte wirklich schon den Verdacht gehabt, dass irgendwas mit ihr nicht stimmte. Und ich meine, sie musste ansehen, dass wie ihr Vater umgebracht wurde von der Allianz. Und ja, und das ist halt, wo sie sich wohl gedacht hat, ja, okay, ich will Rache nehmen. Ja. Ist ihr ja auch so weit gelungen, weil sie hat ja die Leute von auf der Farm getötet. Ja, was tragisch ist eigentlich, dass jemand dazu so gezwungen worden ist. Aber man hätte es auch vielleicht anders regeln können, anstatt Gewalt mit Gegengewalt. Okay, man hätte vielleicht Van Cleef ja festnehmen können. Das wäre vielleicht sinnvoller. Und ja, und nicht auf von wegen, ja, okay, wir töten ihn jetzt. Ich weiß nicht, was Van Cleef getan hat, dass er umgebracht wurde. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, Leute. Und daher könnt ihr es mir ja bitte in die Kommentare schreiben, weil ja, weil ich das gerne wissen möchte und auch verstehen möchte, warum und weshalb das halt so ist. Aber na gut, man kann halt nicht alles leider haben. Und das hier so schön. Aber es gibt bestimmt auch bessere Orte, wo ich einen Screenshot machen kann. Wobei, nein, Leute, ganz ehrlich. Ich muss. Ich muss wirklich ein Screenshot machen. Ja, und ja, in den Nachrichten kommt ja auch jetzt sehr häufig über das Coronavirus. Also, ich Was? finde, also Aufstieg der Bruderschaft. Ich werde sofort ein Bataillon nach Westfalz entsenden. Nun, da die Bruderschaft der Defias neu gegründet worden ist eine alte Bedrohung für das Königreich wieder auferstanden. Rückkehr zur Speerkuppe. Die Bruderschaft der Defias sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, Nissiaha. Was ihr da gesehen habt, war die Geburtsstunde einer skrupellosen Verbrecherorganisation, die vor nichts Halt machen wird, bevor Sturmwind nicht in Schutt und Asche liegt. Ich möchte, dass ihr zur Speerkuppe zurückkehrt und Hiran wissen lasst, dass wir ihm Truppen schicken. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Okay, Man sieht sich. so. Oh, tut mir leid, Leute. Und dann schon wieder Todesmine. Irgendwie kann ich es mir jetzt Ich kann wohl. das nicht angreifen.
irgendwie kann ich das wirklich nicht. Vielleicht sollte ich wirklich mal. Aber ich bin mitten in der Dungeon drinne. Ich schätze mal, ganz ehrlich, ich schätze mal, dass der Heiler irgendwie abgehauen ist. Eigentlich hatte ich ja gehofft, wirklich sehr gehofft, dass ich da mal mit 20 wenigstens in eine andere Dungeon komme. Ja, aber leider ist es halt so, dass ich, ja, wie ihr seht, wie ihr seht, halt leider, ja, auch wieder in die Todesmine komme. Ein bisschen an meinen an meine Kopfhörer ist der Hintergrund halt sehr laut. Naja, aber ich werde mich auch noch mal in eine andere Instanz anmelden, Leute. Das bin ich euch wenigstens schuldig, dass ich da wirklich in eine andere mich dann noch mal anmelde. Die ist, glaube ich, auch eine Paladin. Oh, Paladin-Tank, ja. Eigentlich habe ich als Heilerin habe ich wirklich keine gute Erfahrung mit Paladin gemacht. Als ich das erste Mal hier in dieser Instanz war, war es ja wirklich so, dass ich dass ich den halt nicht schnell genug heilen konnte. Zum Glück aber ist er ja halt nicht gestorben, zum Glück. Aber naja, ich lasse mich halt gerne überraschen, ob die der Tank wenigstens dementsprechend auch tauglich ist. Ich weiß nicht, ich hatte ja mal gesagt, ja kommt, hier wisst ihr was, guckt doch mal oder schreibt mir mal in den Kommentaren wegen der ganzen Hintergrundgeschichte von World of Warcraft, weil wie gesagt, ich kenne die halt nicht. Ich würde gerne halt wissen, warum und weshalb und ja, aber leider hat mir dazu keiner was irgendwie geschrieben. Schade eigentlich, wo ich mich auch wieder frage, warum. Aber okay, es ist halt so, wie es ist und ja. Da kann man halt, nicht viel, ja. Man kann halt nicht alles haben. Und wie gesagt, mein Kanal ist ja erst nicht lang oder wo ich sage, okay, oh. Ups. Ich
Kann mich jemand wiederbeleben oder? Also leider da lebe ich nicht und das war gut. Oh. Ja. Das erste Mal, dass ich in einer Dungeon gestorben bin, ja. Das ist jetzt wirklich, ja. Wo ich selber wieder, ich muss auch auf mich wieder gerade wirklich achten, dass ich mich auch hier heile. Und ich sehe gerade, irgendwie kriegt der Tank die Akkus leider nicht. Ah. Auf jeden Fall bin ich das erste Mal in einer Dungeon gestorben. Hey! Ob ich das... Ja. Ich nehme es jetzt mal mit Humor. Liebe Belasua. Ja. Aber das ist wirklich... ja. Wirklich mal etwas, wo ich, ja, ich bin am Lachen, ganz ehrlich, weil ich sehe das jetzt auch nicht so tragisch, ganz ehrlich, weil, okay, es ist ein Spiel, ist zwar dumm gelaufen, bin ich ehrlich, aber okay, es ist mal so, wie es ist und ich werde jetzt mal dazu mal gar nichts sagen. Oder mich auch nicht beschweren und ich frage mich gerade wirklich, warum der andere Heiler abgehauen ist oder aus der Gruppe gegangen ist. Frischfleisch. Vielleicht hat es seine Gründe, vielleicht auch nicht. Man weiß es ja nicht und ich will jetzt hier nicht irgendwelche Mäuse wachrütteln, wobei ich ja auch wirklich sage, okay, irgendwie, ne? Aber okay, also wie gesagt, ich nehme es halt nicht tragisch und ja. Ich müsste mich auch mal heilen, weil sonst bin ich wieder tot. Und ich sag's jetzt nicht nur so, Larinari, sondern ich meine es auch so, dass ich dann, ja, wieder tot bin. Und darauf habe ich gerade... Ja, ach ja, ja. Ja, ich glaube, viel zu machen habe ich wohl nicht. Ist halt so. Daher, ja.
bin ich da eigentlich, ja, optimistisch. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall sehe ich das nicht so tragisch gerade, dass ich halt wirklich hier gestorben bin. Ist nur halt etwas lustig, aber es ist okay. Ganz ehrlich, es ist okay. Oh, und noch eine Dungeon. Super. Cool, also der Tank möchte wirklich in noch einer. Ja. Da bin ich ja doch mal dabei. Oh. Meine erste Schulter habe ich bekommen. Super. Seht ihr? Das hat mir ja auch noch gefehlt. Mir fehlt so vieles noch. Also von daher. Ja. Ja, genug Platz habe ich ja in der Tasche und ja. Oh. Da muss schon jemand weg. Hä? Nur Frank Cleef und dann BB. Hä? Ach so, ja. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt nicht schon wieder in die Todesmine komme, weil das doch irgendwo ärgerlich dann wäre, bin ich ehrlich. Ja. Ich heile jetzt erstmal. Heil erstmal. Ja. Also einer muss jetzt schon weg. Ja. So, auf jeden Fall sind wir jetzt in der Warteschlange. Sieht auch nicht schlecht aus. Ich finde. Ah ja, das stimmt ja. Das sind ja diese Verbündeten, wo ich ja. Wo man ja. Ich habe ganz, ganz viele Waren. Ja, und ich verkaufe. Warte mal. Ein Stab. Gut. All unsere Freunden viel Glück. Den Stab natürlich werde ich nehmen. Freunde der Krummel machen hier ein gutes Geschäft. Ja, ja, mach du mal. Lebt wohl. Ich weiß jetzt nicht, weil ich habe jetzt gerade einen anderen Stab benutzt. So Leute, dann gehen wir in die nächste Instanz. Oh, super, toll. Wir sind, ja, wo sind wir hier? Ich bin geehrt. Seid gegrüßt. Möge die ewige Sonne euch bescheiden. Ja. Ich weiß jetzt. Ah, die Höhle des Wehklagens sind hier. Super. Das ist ja mal. Das ist wirklich. Ja. Mal was anderes. Und. Nicht immer Todesmine. Und ich hoffe, dass ihr dann auch
sehr faster oder auch Spaß darin dran habt oder darin, dass es mal in eine andere Instanz geht, außer Todesmine. Nee, den brauchen wir nicht. Und ich finde, obwohl wir jetzt seit, oder die Aufnahme ist jetzt seit einer halben Stunde, und ich muss sagen, für in der halben Stunde, ja, überhaupt in eine andere Instanz zu kommen, ist wirklich fabelhaft. Und ich weiß nicht, ob sie das per Zufall gemacht hat oder halt doch eher ausgesucht hat. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall bin ich ihr dankbar, dass wir mal in eine ganz andere Dungeon kommen als ich es so wollte, oder besser hätte gar nicht funktionieren können, ganz ehrlich. Hier stirbt ein DD gleich. Und mein Tank stirbt hier auch gleich. Aber okay, ich habe es wirklich noch fabelhaft unter Kontrolle. Wo ich aber wieder sagen muss, okay, der Tank frisst wirklich sehr, sehr viel Schaden. Also das muss ich ja lassen. Da ist es schon, wo ich sage, hallo, renn nicht so weit vor. Wo willst du denn? Meine Güte. Ja. Es ist wirklich, gerade, wo ich sage. Okay, dieser Tank rennt vor. Ich muss wirklich weit, weit vorrennen, um hier überhaupt mitzukommen. Was schon richtig belastend ist, wo ich mir denke, okay, macht sie das jetzt mit Absicht? Oder, ich müsste auch hier von den Blumen, aber nachdem ich jetzt kann ich mal zu den Blumen rennen. Ich hoffe, die stirbt mir hier jetzt nicht. Nein. Also, war jetzt meine größte Angst, dass sie irgendwie stirbt, während ich hier Blümchen pflücke, die ich für die Quest halt brauche. Aber ach komm schon, ernsthaft? Ich bin außer Reichweite. Das ist doch echt. Oh. Das ist doch echt verrückt. Die sieht, dass ich da hinrenne und sie klaut mir natürlich, wie auch sonst, natürlich die Blume. Also, ich. Oh, Leute, ganz ehrlich. Sowas hasse ich. Wo ist jetzt mein Tank? Da.
Und ganz ehrlich, ich bin gerade so etwas geneigt, sie sterben zu lassen. Ich sag so, wie es ist. Also ich bin so gerade geneigt, den Druide sterben zu lassen. Aber extrem geneigt, also nicht so, oh ja, bisschen geneigt, nein. Wenn ich sage extrem, dann meine ich es auch so und da scherze ich gerade wirklich nicht, weil erstens, ich laufe langsam, ja. Mein Tank rennt hier. Sorry, ich habe die Zeit ganz vergessen, muss zur Arbeit. Viel Erfolg noch. Also ernsthaft jetzt mal ehrlich, dieser verdammte Scheiß-Druide, ja? Der nichts Besseres zu tun hat in seinem Schädel, als irgendwie irgendwas zu klauen. Also, ganz ehrlich, irgendwo denke ich mir doch, verdammte Scheiße, beim nächsten Mal lasse ich dich sterben. Aber richtig sterben. Nicht so Larifari sterben, sondern ich lasse dich beim Boss extrem sterben. Heutmann, glaub mal, falls du das sehen solltest oder dir anschauen solltest, merk dir, was ich gesagt habe, weil jeder dann sehen wird, wie du beim Boss sterben wirst. Ganz ehrlich. Aber natürlich lasse ich meinen Tank hier nicht sterben. Das mache ich nicht. Falls mal einer. Ja, ich kann nicht fallen. Weiß auch gar nicht, wie das geht. Und außerdem muss ich hier mich um den Tank kümmern, weil ich habe keine Lust, dass mein Tank hier auf irgendeine Art und Weise stirbt. Weil irgendjemand von mir verlangt, irgendeine Quest zu teilen. Ja. Was ich auf jeden Fall nicht machen werde gerade. Und außerdem, ich weiß auch nicht, wie man die Quest teilen kann. Von daher muss jemand anderes halt. Entschuldigung, dass ich mich so aufrege, aber dieser Spieler, ja, der geht mir richtig gerade so tierisch auf die Nerven, dass ich ihn am liebsten sein Katzengestalt, ja, den Genick brechen möchte. Ganz ehrlich. Also, ja. Okay. Ich habe irgendwelche Zeug gerade bekommen. Aber okay. Von daher, ja. Hier meint eine Jägerin, Tank spielen zu müssen, ist ganz ehrlich. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, Peps oder Pieps oder keine Ahnung, wie du da heißt. Ich habe gerade gesagt, ich habe wirklich die Veranlagung. Nicht Veranlagung,
Aber ich kann Leute nicht ausstehen, die meinen, als Jäger oder als DD generell zu meinen, hojo, ich bin zwar Damage-Dealer, aber was soll's, ich werde auch mal tanken. Nur rechne nicht damit, dass du von mir ein Heil bekommst oder dass ich dich überhaupt heile, weil ich kann gehässig sein, ja, stimmt. Ich bin wirklich, auf eine Art und Weise bin ich wirklich gehässig und ich suche hier immer noch für meine Quest die Pflanzen, aber naja, okay. Vielleicht finde ich die oder ich bin... Ah, da hinten ist einer. Okay, jetzt werde ich auch mal den Jäger heilen. Aber in größter Linie eher mein Tank. Weil sie hier gleich... Ach du verdammter Arschgesicht! Oh, ganz ehrlich, Jäger, du bist der Nächste, der stirbt. Ja, Entschuldigung für meine Ausdrucksweise. Ah, das riecht gerade mich so auf. Ist doch nicht mehr normal. Ja. Also, als Heiler hat man hier wirklich das Nachsehen, was die Quest betrifft. Ja. Ich will auch nicht beleidigen. Also, falls du das sehen solltest, Pat, ich wollte dich nicht beleidigen, aber in dem Moment fiel mir nichts Passendes ein. Nein, natürlich ist das nur eine Ausrede. Ja, wie gesagt, es war, kam die Wortkotze gerade raus und daher, ja. Natürlich gucke ich schon, na, ich sag zwar, ich lasse ihn beim nächsten Mal sterben. Was ich auch gerne will, ganz ehrlich. Also ich bin ehrlich, ich würde ihn gerne sterben lassen. Bin ich ehrlich. Leute, ganz ehrlich, ich will die beiden, den Druiden und den Jäger, wirklich sterben lassen. Deswegen bin ich gerade am Überlegen, ob ich die beiden überhaupt bei dem Boss kämpfen auf irgendeine Art und Weise überhaupt noch heile. Wo ich dann auch denke, ja, macht das denn so so einen Sinn? Ist das sinnvoll? Wo ich sage, ja, es ist sogar sinnvoll. Leute, ganz ehrlich, ich kann so gemein und scheiße sein gerade, ne? Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber es ist wirklich so, dass ich gerade wirklich mir irgendwie denke, verdammt, ich lass dich jetzt sterben. Zumindest die beiden, also die hätten es echt nicht anders verdient, bin ich, ups, ehrlich. Wobei ich aber auch wieder überlege, willst du das? Will ich wirklich? Verdammt, ja, ich will, ich denke mir, ja, ich will schon. Ich will die beiden sterben lassen. Egal, wer das jetzt, ob die das sich angucken, ja, aber ganz ehrlich, ich lasse die beiden sterben.
Ihr merkt schon, ich kämpfe damit. Ne? Aber wisst ihr, was ich meine? Da vom Weg. Ich meine, die Versuchung ist groß, jemanden in dir, gerade im World of Warcraft, sterben zu lassen. Und, ja. Ich weiß es, Leute, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll, ganz ehrlich. Aber auch wenn das mal so eine Aufnahme ist, ja, weil ich bin immer noch am Überlegen, ob ich das als Livestream rausbringe, wo es sich überhaupt dann lohnt, ob es besser wäre auf Twitch oder halt, ja, YouTube, aber ich glaube eher, ich würde das über YouTube machen. Ich werde den Livestream über YouTube höchstwahrscheinlich dann machen. Aber genau weiß ich das nicht. Ich bin am Überlegen. Ja. Es ist gerade schwierig. Aber ich will mich jetzt nicht festlegen. Auf jeden Fall, diese leeren Elfe kriegt man nur, das habe ich aber gelesen, die kriegt man nur, wenn man auf 120 ist und ehrfürchtig bei irgendjemand ist. Das heißt, dass hier derjenige, der diese leeren Elfe spielt, hat schon einen größeren Charakter auf Level 120. Daher auch hier dieser Bela Azua, das ist ja auch, wo man nur auf 120 und ehrfürchtig halt den Charakter als Verbündete kreieren kann. Ja. Und daher denke ich mal, dass die schon große, höhere Charaktere haben. Ich will auch irgendwann da hinkommen. Oder eigentlich, ich möchte da hin. Ja, ich glaube, mein Tank stirbt gleich. Oder doch nicht. Nee, sie stirbt halt doch nicht. Yay! Sie bleibt am Leben. Ich sehe gerade auf die Uhr und ich spiele seit 47 Minuten. Leute, ganz ehrlich, 47 Minuten. Alter Schwede. Ja, ich lass mal lieber die Schweden in Ruhe, weil die können dafür nichts, nichts, dass die Dungeon halt wirklich, ja, so lang ist. Also ich finde, die Dungeon ist wirklich richtig lang. Und ja, auf jeden Fall. Okay. Also wie ihr merkt, das habe ich, glaube ich. Doch, ich habe die schon geheilt, weil
Auch wenn ich sage, da, wisst ihr, ich würde die gerne sterben lassen, aber ich weiß von der guten Freundin, dass jeder Schaden zählt. Daher, ja. Es ist schwierig, ganz ehrlich, es ist wirklich, wäre irgendwie darüber halt was zu sagen, aber ja. Na, mal schauen. Vielleicht wird es ja so was, dass der, ja. Hier? Oder mal über den Jordan geht. Ganz ehrlich. Mal schauen. Die Dungeon ist ja noch nicht, zu Ende und daher mal schauen, ob einer von den beiden halt doch über dem Jordan geht. Ich bin der Schlangenkönig. Da bin ich mal wirklich gespannt. Leute, ganz ehrlich, ich bin so gespannt. Und ja, ich habe gerade wirklich Schadenfreude, weil solange der Tank nicht stirbt und die Magierin oder Magier, oder je nachdem der Spieler oder Spielerin, der die Magierin spielt, natürlich achte ich auch auf sie, aber ich werde mal so ein bisschen unachtsam sein, was dem Jäger und den Druiden so betrifft. Natürlich heißt es nicht, dass ich, wenn ich hier in einer Dungeon bin, dass ich die auch, dass ich das dann mit Absicht mache, darauf nicht zu achten. Nein, das soll es nicht heißen, weil ich will nicht so, ja, so, wie sage ich das am besten? Ja, damit halt nicht jeder dann gleich denkt, dass ich das mit jedem dann mache, dass ich da drauf nicht so achte. Nein, nein, das soll es halt nicht heißen. Aber bei diesen beiden, ich werde mir die beiden auch merken, extrem merken, gerade die Namen, sollte ich mit den beiden nochmal in irgendeine Instanz kommen, ganz ehrlich, ich werde die sterben lassen. Dafür, was die in dieser Dungeon halt wirklich gemacht haben. Wenn die hier nicht sterben, dann werden sie spätestens in der nächsten. Sollte ich mit denen in die nächste Dungeon kommen. Aber der Druide kann sich auch selber heilen. Verdammt. ja. Der ist halt dann scheiße. Bin ich ehrlich. Aber ich guck jetzt nicht drauf, was der Druide macht. Ist mir gerade so pieps egal. Wenn ich ehrlich bin, der ist mir gerade sowas von Schnuppe und sowas von scheißegal. Bin ich ehrlich. Hui. Plumps. Ja. Und daher. Aber psch.
Jetzt ist meine Überlegung, weil... Warte, ich schaff das schon. Weil ich will eben die Quest abgeben und ich finde das gerade eine Schweinerei. Von dem Tank einfach mal weiter Luft zu spüren. Was führt euch hierher? Ja. Auf jeden Fall bin ich jetzt gerade. Ja, und die Quest natürlich. Ich glaube, der hatte auch eine Quest, oder? Hatte er? Ich weiß es nicht. Ja. Noch rechtzeitig, ganz ehrlich, ganz, es war ganz knapp, ganz, ganz knapp war es. Puh. Da bin ich schon mal erleichtert, dass dem Tank gerade nichts passiert ist, bin ich ehrlich. Also, ich bin erst wohlwollend bei Sturmwind. Hui. Kommt danach nach Wohlwollen, kommt da nicht freundlich und dann ehrfürchtig oder kam schon freundlich? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Also dieser Tank macht mich echt noch wahnsinnig, ganz ehrlich. Er macht mich, oder sie macht mich, richtig... Sie ist gerade richtig nervig mit dem Vorrennen, ganz ehrlich. Und, oh. Ich habe gerade... ja. Ja. Dieser fette Jäger. Oh, verpiss dich, Mann. Entschuldigung. Natürlich, ja. Der rückt, auf jeden Fall rückt der Jäger mir richtig auf die Pelle. Also ganz ehrlich, oh, das geht gar nicht. Wirklich, gar nicht. Oh, ich glaube, das ist Buff-Food, ne? Okay, mehr kann ich wohl, glaube ich, nicht. Oh. Tank, ich werde angegriffen. Ja. Normalerweise müsste ich den Tank aufsterben lassen. Und weil er oder sie natürlich vorgerannt ist. Aber okay, ich war wohl schnell genug und ja, was tut man nicht alles, ne? So. Ich sollte wirklich mal heilen. Statt, ja. Ja, Leute, so ist das, dass man wirklich denkt, ja, komm, wir lassen mal die Leute sterben. Leider hat weder der Druide noch der Jäger mir den Gefallen getan, um zu sterben. Schade. Aber beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal ist es halt so.
muss mal irgendwas. Ich hoffe, wir sind gleich fertig. Ja. Oh, Leute, ich bin 22. So, ich muss mal eben, ja, ich muss mal eben was raussuchen. What? Okay. Ich muss mal einmal ganz kurz unterbrechen. So Leute, Entschuldigung nochmal, dass ihr ein paar Minuten oder etwas länger warten musstet. Tut mir echt leid. Das war jetzt nicht wirklich meine Beabsichtigung, bin ich ehrlich. Das kann ich noch nicht benutzen. Ach, das ist Kette. Okay. Ja, Leder. Ja, mehr brauchen wir eigentlich nicht, ne? Was ist das? Speerkuppe. Ach so, das ist das. Okay. Ja. Dann verlassen wir mal die Instanzgruppe, Leute. Und ja, wir schauen mal, was wir dann noch machen können. Ja. So, auf jeden Fall bin ich hier wieder in der Burg. Schon mal gut. Ja,
Die Quest haben wir ja auch angenommen. Sieht das nicht toll aus, Leute, ganz ehrlich? Ich habe endlich mehr Ausrüstung, aber ich kann ja auch natürlich mein Reittier verwenden. Wobei ich eigentlich sagen muss, dass er nicht gerade schnell ist. Aber besser als nicht. Ui, was ist das? Ein Buff. Super. Ui. Gut. Das ist Läutern. Das ist spontan. Da kann das hier hin. Das ist schon mal gut, dass ich da noch zusätzlich Sachen bekommen habe. Ich will jetzt hier auch nicht ins Wasser reinfallen. Na, auf jeden Fall. Ui, das ist ja ein schön. Ein Langhals. Wo kriegt man den her? Wo bekommt man den? Ich will auch einen. Was ich alles nicht haben möchte. Aber als Frau darf man das. Also ich will auch nicht jetzt wirklich alles haben. Das sage ich nicht, aber gewisse Sachen möchte ich doch schon irgendwo gerne haben. Aber was kann ich für euch tun? Ich gebe mich einfach mit dem zufrieden, was ich was liegen Sie? Hier bekomme. Und ich meine, 67 Gold kann man echt nicht meckern, bin ich ehrlich. Weil man ja, na? So schon, ja, vieles hat oder halt auch so bekommt. Und von daher ist das jetzt auch nicht wirklich so tragisch. Und ich gucke gerade auf meinen Timer. Ich glaube, wir geben noch die Quest A. Und dann muss ich leider dann aufhören. Aber diese Woche Freitag kommt dann... kommt die nächste Aufnahme, vielleicht auch über YouTube, ein Livestream, ich weiß es nicht. Wie gesagt, da muss ich noch wirklich gucken. Und ja, man muss auch wirklich den Mut dafür haben, halt wirklich diesen Schritt als Livestream halt doch zu machen. Ich gebe jetzt mit euch die Quest ab. Das Licht sei mit euch. Rückkehr zur Speergruppe. 5 Jahre Arbeit innerhalb von 5 Minuten zu Asche verbrannt. Verfluchte Defias. Und das ist erst der Anfang des Jahres. Wir haben einen langen, anstrengenden Weg vor uns. Aha. Ui. Wow. Leute, ich habe 2 Errungenschaften. Eine Bedrohung für das Königreich. Es besteht kein Zweifel, dass die Defias eine ernsthafte Bedrohung für das Königreich darstellen. Aber wir können nicht einfach so deren Versteck betreten und hoffen, dass sich alles zum Guten wendet. Nein, ein Angriff auf die Defias erfordert Zeit und Planung. Überlass die Logistik mir. Unser Königreich hat auch noch andere Sorgen, gegen die umgehend etwas unternommen werden muss. Reist nach Osten über Elvin ins Rotkammgebirge und meldet euch bei Magistrat Solomon in Seenhain. Ich lasse nach euch schicken, wenn wir bereit sind, die Defias anzugreifen. Okay. Seid vorsichtig. So, Leute. Leider, ui, das ist wirklich was Schönes. Das sieht wirklich schön aus. Leider muss ich mich für heute wirklich verabschieden.
Auf jeden Fall, hallo? Ja, auf jeden Fall ist es halt so, dass wir in der nächsten Folge weitermachen und dann reisen wir ins Rotkammgebirge. Ich freue mich darauf. Und lasst doch bitte ein Abo da und drückt ein Däumchen nach oben. Ich würde mich wirklich riesig darauf freuen. Ich werde jetzt auch gucken, dass ich wirklich viel organisierter bin, was die Aufnahmen betrifft oder die Let's Play. Und höchstwahrscheinlich kommt im März ein drittes Projekt dazu. Mal schauen. Ich weiß es aber noch nicht. Ich meine, ich bin mal gespannt. Ich muss da auch wirklich erst überlegen. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass es ein Spiel ist, was mir auch gefällt. Und ja, auf jeden Fall abonniert meinen Kanal und ich wünsche euch noch was. Und alles, alles Gute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt The World of Warcraft. Viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wiedersehen.